heute 25 Jahre Licht für die Welt. Was bedeutet das für dich? Das bedeutet für mich, dass jeder Mensch, den es wirklich gut geht, ein Zeichen dafür setzen soll, weil wir leben in einem Land, wo es uns alle gut geht. Vor allem die medizinische Versorgung ist total super und im Gegenteil, für andere Länder ist es leider nicht so. Und ich glaube, es ist eine Pflicht von jedem Mensch, jeder sollte einen Teil dazu beitragen. Du bist sehr sozial eingestellt, man sieht dich das ganze Jahr unterwegs für soziale Verpflichtungen, deine Gattin genauso. Was kannst du den Menschen mitgeben, denen es nicht gut geht? Was kannst du ihnen sagen? Glaubt daran? Auf jeden Fall, jeder sollte daran glauben und nach jedem Bergab geht es immer wieder bergauf, das weiß ich aus eigener Erfahrung und jeder Mensch, den es wirklich gut geht, sollte den anderen Menschen helfen. Und ich finde, das ist eine Pflicht von jedem von uns. Man sieht, wie viele Länder und Völker sich heute zum 25-jährigen Bestandsjubiläum vom Licht für die Welt getroffen hat. Wäre das nicht ein Zeichen für Frieden, für den Weltfrieden? Es ist schon längst ein Zeichen leider, aber es gibt halt leider andere Länder oder Konflikten, die das einfach leider nicht erlauben. Das ist einfach das Traurige daran. Aber es ist schon höchste Zeit dafür, dass überall Frieden auf der Welt ist.